sind Wachteln leicht zu halten? Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video bei Wachteln in 3 Minuten erklärt. Sind Wachteln leicht zu halten? Wenn du dir diese Frage stellst, hast du zumindest schon einmal etwas Elementares erkannt. Die Verantwortung, die du für die Tiere hast, ist das A und O bei der Wachtelhaltung. Grundsätzlich muss ich sagen, sind Wachteln leicht zu halten, vergleichbar etwa mit Hühnern. Dein Aufwand für Wachteln ist etwas höher, weil du Wachteln auf einer kleineren Fläche halten wirst als Hühner. Also während Hühner einen größeren Auslauf brauchen, kannst du für eine Wachtel bei einer sehr guten Haltung etwa 1 Quadratmeter für eine Wachtel rechnen. Wenn du den Tieren elementare Grundbedürfnisse erfüllst, also einen sicheren, einen vor allen Dingen raubtiersicheren Stall, der zudem noch zugfrei ist und trocken, am besten mit einer überdachten Voliere daran, wenn du den Wachteln ein gutes, ausgewogenes Wachtelfutter, am besten ein Alleinfutter zur Verfügung stellst und wenn die Wachteln bei dir ständig Zugang zu frischem Wasser haben, hin und wieder frisches Grün bekommen, ob das aus der Natur gesammelt ist in Form von Wildkräutern oder ob das Salate und Gemüse sind, die du den Wachteln reichst, dann sind sie grundsätzlich sehr zufrieden und kümmern sich um das, was sie interessiert und was sie am Leben hält und quasi die Haltung ausmacht, allein. Das heißt, du musst nicht den ganzen Tag rund um die Uhr bei deinen Wachteln sein, aber ich kann dir versprechen, wenn du dir Wachteln zulegst, wirst du so begeistert sein, dass du doch die eine oder andere Stunde im Wachtelgehege verbringen wirst und vielleicht auch anfangen wirst, deine Wachteln zu zähmen. Also, Wachteln halten ist leichter als gedacht. Schau dich einfach um in meinem Kanal. Mehrere hundert Videos zum Thema Wachtelhaltung geben dir Tipps und Tricks und das gesamte Wissen mit, das du brauchst, um Wachteln zu halten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise gern unter das Video. Abo nicht vergessen und Glocke aktivieren. Und wenn du darüber hinaus weitere Fragen zur Wachtelhaltung hast, dann würde ich mich freuen, wenn du es schaffst, sonntags 20 Uhr in meinen Livestream zu kommen und dort deine Fragen loszuwerden. Bis dahin.